Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen zurück zu Lost Horizon 2. In einer wahren Idylle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nach dem mehr als dunklen Moskau und dem Mausoleum ist das hier eine sehr angenehme Abwechslung. Wir haben es beim letzten Mal in der Rolle von Fenton geschafft, Gwen zu finden und aus dem Hauptquartier des KGB zu befreien. Wir haben auch Anna wieder gefunden und euch mitgenommen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einem Professor, der ein Foto von diesem Wikingerkästchen hat, was alle suchen, denn darauf ist eine Art Karte eingezeichnet, die uns zu einer Quelle unglaublicher Macht führt. Wer hätte es denn anders vermutet? Und der Professor ist spurlos verschwunden und jetzt müssen wir in Form von Gwen diese Leute hier alle ausfragen, ob sie etwas über ihn wissen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Es gibt viel zu reden in dieser Folge. Ahoi, Mindern. Kennen Sie einen Professor Langtree? Er soll hier leben. Ein leibhaftiger Professor? Hier in St. John? Ich kenne nur Dr. Higgins, der beste Arzt auf dieser Insel und der trinkfesteste. Tja, den suche ich leider gerade nicht. Warte mal, sagtest du Langtree? Ja. Aber natürlich. Der aussieht wie dieser berühmte Filmstar, oder? Was? Keine Ahnung. Woher? Stand in der Zeitung. Als die hier diesen Film gedreht haben, hat jemand bemerkt, dass ein gewisser Langtree aus St. John dem Hauptdarsteller wohl verblüffend ähnlich sieht. Was Sie nicht sagen. Kennen Sie vielleicht den Titel des Films, der hier gedreht wurde? Oder den Namen des Hauptdarstellers? Nein und nein. Diese Zeitung? Haben Sie... Nein, Zeitungen hebe ich nie auf. Schade, aber nachvollziehbar. Der Professor sieht als... Ei, so stand's in der Zeitung. Dann bis spät. Ei. Gut, und weiter. Hallo und einen guten Tag. Hi, Sweetheart. Was darf's denn sein? Ach, die vornehmen und höflichen Briten wieder. Sagt Ihnen der Name Langtree etwas? Langtree? Nein, nicht wirklich. Haben Sie was von den Dreharbeiten mitbekommen? Dreharbeiten? Hier in St. John? Wann soll das denn gewesen sein? Sorry, nie gehört. Ich muss dann mal wieder. Bye, Sweetheart. Ein vielseitiger Künstler. Neben Landschaften und Stillleben malt er auch sehr hübsche Porträts. Guten Tag. Haben Sie einen Moment Zeit? Eine kurze kreative Schaffenspause kann sicher nicht schaden. Kennen Sie einen Professor Langtree? Langtree? Nie gehört. Lebt er hier? Ja. Dann müsste er mir eigentlich schon mal über den Weg gelaufen sein, denn ich habe hier schon ziemlich jeden Quadratzentimeter gemalt und beobachte die Leute dabei sehr genau. Leider bleibt's meist beim Beobachten. Zu einem Gespräch kommt es eher selten. Daher fehlen mir oft die Namen zu den Gesichtern. Schon komisch, ja? Das heißt, Sie kennen den Professor möglicherweise vom Sehen? In der Tat. Wenn du ein Foto von ihm hättest, könnte ich dir vielleicht helfen. Wussten Sie, dass hier in der Nähe ein Film gedreht wurde? Was du nicht sagst. Nein, das wusste ich nicht. Sie zeichnen auch Porträts? Ja, schnell und leicht verdientes Geld. Ich hätte gern eins von mir. Sehr gern. Wenn du 5 Pfund und 20 Minuten deiner Zeit erübrigen kannst? Na klar. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist toll, danke. Haben Sie wirklich gut hinbekommen. Ich komme nochmal wegen... Wie ich schon erwähnt habe, sagt mir der Name leider nichts. Ein Foto könnte meinem Bis später. Wiedersehen. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Ja, Kindchen. Ich suche Professor Langtree. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finden kann? Es tut mir leid, Kindchen. Ich kenne deinen Professor Langtree nicht. Wissen Sie vielleicht etwas über Dreharbeiten, die hier stattgefunden haben? Aber natürlich, Kindchen. Tatort Jersey ist schließlich einer meiner Lieblingskrimis von Agnes Beckford. Allerdings sollte man aus guten Romanen keine schlechten Filme machen. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle in dem Film spielt, oder? Kindchen, ich gehe nicht ins Kino. Diese Stars und Sternchen interessieren mich nicht im geringsten. Der Film, der hier gedreht wurde, heißt Tatort Jersey? Das ist richtig, Kindchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Gesprächsrunde ist vorbei. Leider ist das hier kein Badeurlaub. Aber die Wasseranimationen sind wirklich gut, wie ich finde. Also, die Spielekritiken sind leider nicht sehr gut gewesen. Von wegen, was Gameplay, Animationen und etc. angeht. Und Tiefe und Länge. Und die Cutscenes sind leider auch nicht wirklich nicht das Wahre vom Ei.
Was etwas merkwürdig ist, denn in dem Spiele-Trailer sind die Cutscenes gestochen scharf und hier im Spiel selbst irgendwie nicht. Aber ich muss sagen, die Wasseranimationen hier gerade, die gefallen mir eigentlich doch ganz gut. Und selbst auch im Spiel, die Grafik ist eigentlich ganz gut gemacht, schnittig mit Elementen und so. Also, finde ich jetzt nicht so schlimm. So, wir haben erfahren, Krimi-Serie, der sieht einem Schauspieler ähnlich. Wir brauchen ein Foto. Und es gibt nur einen Ort, wo Fotos hängen. Und die Chance, dass der Typ dabei ist, ist dann doch gar nicht so gering. Deswegen reden wir jetzt nochmal mit ihm, vielleicht weiß er noch was. Darf ich Sie nochmal... Aber klar doch, junge Dame. Wussten Sie, dass letztes Jahr hier ein Film gedreht wurde? Nein, da habe ich noch auf dem Festland gewohnt. Ja, da war er noch eine olle Landratte. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Oh ja, der läuft hier gerade im Kino. Wissen Sie vielleicht, wer darin die Hauptrolle spielt? Leider nein. Oh. Ich drück dir die Daumen, junge Dame. Eine Enttäuschung sind die hier, aber auch die Alteingesessenen, echt? Gut, der jetzt nicht, aber der Rest da draußen... Mehr oder weniger prominent. Ich finde, der Maler hat mich ziemlich gut getroffen. Sieht schick aus. Also, gute Arbeit. So, jetzt müssen wir aber nochmal nach draußen. Irgendwas müssen wir jetzt noch tun. So hilft uns das leider noch nicht weiter. Ahoi, Captain. Ahoi, Lütte. Der Professor sieht... Hi, so stand's in der Zeitung. Der Krimi, den Sie... Nein. Der Professor... Hi. Dann bist... Hi. Okay, nochmal neue Gesprächsrunde. Das muss noch weitergehen. Hallo. Hi. Kennen Sie den Film? Was für eine Frage. Den habe ich mir gleich zum Filmstart im Kino angeschaut. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle gespielt hat. Natürlich, Sweetheart. Wie könnte ich das nicht wissen? Trevor Byrne. Ein großartiger Schauspieler. Und so gut aussehend. Ich muss mir den Film noch mindestens 3 weitere Male anschauen. Danke, damit haben Sie mir sehr geholfen. Ja, aber so wie ich deine Figur aus der Ferne betrachte, wirst du ihn wahrscheinlich nicht unbedingt kriegen, aber... Die Hauptrolle in Tatort Jersey. Stimmt, genau. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, nee, ich überhaupt dabei, nicht. Sweetheart. So, jetzt haben wir den Namen. Vielleicht können wir jetzt was anfangen damit. Endlich. Ich hab's ja gesagt. Wir müssen die Leute aber nur zu Tode fragen. Darf ich Sie noch... Aber klar doch, junge Dame. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Sicher, junge Dame. Dort hängt ein signiertes Foto von ihm. Er war mal als Gast hier, aber lang vor meiner Zeit. Ich wollte fragen, ob ich mir wohl... Um Himmels Willen, nein, junge Dame. Es wäre auch nur für ein... Nicht mal für... Mist, sowas Doofes. Ich mache mich... Und ich drück... Ein Foto von Trevor Byrne. Hey, junge Dame. Nein, Entschuldigung. Auf keine... Okay, das ist Trevor Byrne. Leider erkennt man den nicht gut genug. Ich finde jetzt aber, er sieht nicht gerade wie der Jüngste aus und nicht auch nicht wie der Bestaussehendste. Aber naja, jedem das sein. So, und jetzt kommt ein Evil Plan. Die Gelegenheit ist günstig. Ja, nee, also er sieht wirklich nicht wie der Jüngste aus. Naja, gut. Aber vielleicht steht die Dame da draußen ja auch auf... Nicht mehr so junge Grünschnäbel, sondern auf gut aussehende gestandene Männer. Das weiß man ja nicht. Jedem das seine. So. Und jetzt... Da. Kombiniere. Könnten Sie sich... Ist das dein Professor? Nicht ganz. Das ist dein Schauspieler. Hm. Jetzt, wo du es sagst, das... Heute war er noch nicht da. Du musst also nur hier auf ihn warten. Vielen lieben Dank. Dann bringe ich jetzt das Autogramm von Trevor Byrne besser wieder an seinen angestammten Platz. Und dann warte ich, bis Professor Langtree kommt. Ui, was ist denn jetzt los? Mir ist auf einmal so schwindelig und übel. Ob ich den langen Flug nicht vertragen habe? Professor Langtree? Ja? Mein Name ist Anna Brunner. Oskar Brunners Tochter. Sie erinnern sich doch an meinen Vater? Er hat Ihnen damals Fotos von der Schatulle der Neuen Welten geschickt. Kommen Sie mit, wir rudern zu meinem Domizil. Dort können wir ungestört reden. Ich übernehme das, Sir.
Wo ist die Schatulle? Sie wurde zu meinem großen Bedauern zerstört, aber ich konnte die Forschungsergebnisse meines Vaters retten. Er hatte an den Verzierungen eine bis dato unbekannte Substanz entdeckt. Aha, das erinnert mich an eine Passage aus der Edda. Gott Thor bringt in der Schatulle der neuen Welten die Kraft der Götter zu den Menschen. Warum haben Sie meinen Vater um diese Fotos gebeten? Woran haben Sie geforscht? Ich wollte anhand der Fotos die Runentexte auf der Schatulle entziffern. Dabei fand ich aber noch etwas anderes. Eine Karte, nicht wahr? Richtig, mein Kind. Eine erstaunliche Entdeckung. Gibt es doch kaum überliefertes Kartenmaterial aus dieser Zeit. Auch die Runen selbst waren ungewöhnlich. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Ich konnte sie zwar entziffern, aber der Text ergab keinen Sinn. Als ob er verschlüsselt worden wäre. Nur der Begriff Asgaror war klar und deutlich zu lesen. Asgard. Eine Karte, die den Weg nach Asgard weist. Ich wusste es. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ich hole die alten Unterlagen aus meinem Arbeitszimmer. Und? Wie fühlst du dich? Ganz okay. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Meine Güte. Du hast ja bestimmt seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen. Mal schauen, was ich hier so finden kann. So, hier. Ich hoffe, es schmeckt. Hey, mein Leibgericht. Wusste gar nicht, dass man sowas bei der Army lernt. Und ich wusste gar nicht, dass du mal nichts weißt. Hier, Dad, für dich. Alles Liebe zum Geburtstag. Oh, Schatz. Du hast es nicht vergessen. Hey, danke. Naja, ich dachte, für deinen ersten Geburtstag, den wir zusammen feiern, muss es schon was Besonderes sein. Das ist, damit du mich immer bei dir haben kannst. Ach, Schatz. In Zukunft ist hoffentlich immer die echte Gwen bei mir. Das ist alles, was ich über die Schatulle herausfinden konnte. Was ist das? Zuerst dachte ich, es sei Teil der Verzierungen. Aber dann fiel mir auf, dass es genau in die kreisrunde Vertiefung auf der Schatulle gepasst haben muss. Es markiert bestimmte Runen und dient vermutlich zum Entschlüsseln des Textes. Leider ist es zerbrochen. Die andere Hälfte fehlt. Die hier? Wo hast du das her? Es lag in der Schatulle. Faszinierend, es passt. Jetzt kann ich den Text auf der Schatulle endlich entschlüsseln. Das wird aber ein Weilchen dauern. Kein Problem, dann sollten wir uns so lange aufs Ohr legen. Ich denke, wir können alle eine Mütze voll Schlaf brauchen. Daddy? Ich bin hier, Schatz. Wann kommt Mom nach Hause? Gwen, du zitterst ja. Mir ist kalt. Ich mach dir einen schönen heißen Tee. Kann doch nicht so schwer sein. Was brauche ich zuerst? Aha. Er schafft es alleine zur Ruhe dann. Sie schaffen es alleine, die Unterlagen zusammenzukratzen. Er kann alleine was zu essen machen, aber den Tee. Das darf dann der Computer. Das darf dann der Spieler wieder machen, oder wie? Naja, zum Glück habe ich schon mal den ein oder anderen Tee in meinem Leben gemacht, ne? Ah. Sonst könnte ich diese schwere Aufgabe nicht lösen. Als Brite muss man so etwas im Schlaf können. Und trotzdem brauchst du meine Hilfe. Hier, mein Schatz. Danke. Daddy, Mom fehlt mir. Ja, mir fehlt sie auch. Ach, wenn doch nur alles wie früher wäre. Wenn wir das hier hinter uns haben. Werde ich nur noch für dich da sein. Versprochen. Ich hab's geschafft. Mit dem Schlüssel war es ganz einfach. Und? Sie werden es nicht glauben, aber die Schatulle wurde aus dem Holz Yggdrasils geschnitzt. Und die Runen beschreiben tatsächlich den Weg zu den Wurzeln des Weltenbaums, Asgard. Die Erwähnung Yggdrasils und vor allem die Karte zu seinen Wurzeln ist aus historischer Sicht sensationell. Bisher gibt es kaum schriftliche Überlieferungen oder kartografische Darstellungen der Wikinger.
Nach meiner Theorie hat die Kirche im Zug der äußerst brutalen Christianisierung Skandinaviens alle Karten und Schriften gehortet, um zu verhindern, dass irgendjemand anderes Zugriff auf dieses unschätzbare Wissen erhält. Leider lässt sich der Weg nach Asgard durch die Schatulle allein nicht erschließen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Abtei auf Gotland, wo man die Schatulle gefunden hat, auch die fehlenden Hinweise verborgen wurden. Es besteht zumindest eine gewisse Chance. Werden Sie uns begleiten? Nein. Und ich sage Ihnen auch wieso. In den verschlüsselten Texten habe ich eine sehr seltene Rune entdeckt. Und? Ich fürchte, sie ist Verheißung und Warnung zugleich. Sie kann für das Elixier des Lebens stehen, aber auch für... Ja? Ragnarök. Der Weltenbrand. Passen Sie gut auf sich auf. Das nenne ich mal eine Ruine. Ich bezweifle stark, dass wir unter all diesen Trümmern brauchbare Hinweise finden. Vielleicht doch. Ich habe mir auf der Überfahrt die Aufzeichnungen des Professors mal genauer angeschaut. Dabei bin ich auf ein paar sehr interessante Fakten gestoßen. Hört, hört. Es waren 5 Mönche, die diese Abtei im 13. Jahrhundert gegründet haben. Während des Baus sind sie auf ein Hügelgrab der Wikinger gestoßen. Wenige Jahre später kam es zu einem unerklärlichen Massensterben unter den Bauern der Umgebung. Nur die Mönche blieben davon verschont und erreichten alle ein sehr hohes Alter. Nach deren Tod wurde die Abtei aufgegeben und geriet in Vergessenheit. Erst vor gerade mal 20 Jahren sind hier Archäologen aufgekreuzt und haben beim Buddeln die Schatulle entdeckt. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich leider nicht. Würden die Damen die Güte haben, mich einzuweihen? Die Archäologen haben bisher kein Grab gefunden, Gwen. Erinnerst du dich, was der Professor über die Christianisierung Skandinaviens erzählt hat? Wenn das Wikingergrab so bedeutend ist, wie wir vermuten, haben es die Mönche sicher gut verborgen. Korrekt. Irgendwo unter dem Gelände der Abtei muss sich das Grab des Trägers der Schatulle befinden. Und die Mönche haben es bewacht bis in den Tod. Sekunde. Träger der Schatulle? Ihr sprecht von Thor, oder? Wir suchen hier Thors Grab? Genau, Thors Grab. Gotland ist die Insel der Götter. Wo sonst könnte also ein Gott der Wikinger bestattet sein, wenn nicht hier? Und Thors Grab wird uns den Weg nach Asgard weisen. Da bin ich mir sicher. Gwen, du kannst mir bei der Untersuchung der Säulen helfen. Okay, dann schaue ich mich hier so lange mal gründlich um. Ja, eine gute Ausrede fänden. Die Damen haben eine ganz konkrete Aufgabe und du, ja, ach, ich schaue mich auch mal um, ja, ja. Also ihr seid da drüben, ich bin mal hier, ich guck mir mal ganz genau auch diese Säulen an und vor allem das Moos und den Farn und die bunten Steinplatten, ja, ja, das gucke ich mir auch alles an. So, wir sind bereits in Kapitel 5. Kapitel 4 war jetzt nicht gerade lang, genau eine Folge hat's gedauert. Ja, naja, muss auch mal sein. Aber so ist das, wir kommen sehr gut voran. Und beim nächsten Mal werden wir dann Gotland, die Insel der Götter, auf den Kopf stellen und mal wieder, wen wundert es, Grabstellung betreiben. Aber das alles erst in der nächsten Folge und bis dahin heißt es, wie immer, dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal.